Alrighty, was haben wir denn hier? Das sieht auch nach einer Holzkonstruktion aus, würde ich sagen. Ja, DIY. Das sieht sehr nach DIY aus, ja. Hier ist noch eine Ablage drauf mit, ist einfach, sei wie es ist, gewusst wie, ne? Ist auch Schnieke von André. Schlicht und simpel. Wen haben wir hier? Bad Booster, ne, Booster. Bad Booster fährt an den Evil Ring dran und Sim Magic. Oh, da ist auch Immersion angesagt, ne? Maga, ihr habt mich bald so weit, dass ich das auch mache. Ihr habt mich auch bald so weit, fehlt nicht mehr viel. Ja, ihr habt mich auch bald so weit. Schön mit VHS-Pedale noch dazu. E-Mail-Schaden. Ich sag's, wie es ist, ne? Paar Spackschrauben und MDF und Abfahrt. Und dann läuft der Bums. Richtig gut. Du. Was kostet der Trick? 150 Euro? Schlicht einfach funktionieren. Spitzending. Das Trick liegt somit unter 1000 Euro. Das ist richtig gut. Julian, was haben wir denn hier? Aha, hier kommt nochmal, weil ich mich letztens beschwert habe. Julian hat aufgeräumt. Daran erinnere ich mich noch an dieses Foto. Sehr gut, mein Freund, sehr gut. So kann man das auch mal präsentieren hier. Mann. Danke fürs Angucken damals. Ich habe letztens erst gesehen auf YouTube und Streamer, naja, mal für einen Kollegen, wenn ich Bock habe, aber wenn, relativ ordentlich. Die Ecke passt, sind wir, Okay, Fipsi, jetzt... Fipsi, was hat Fipsi denn hier verbastelt, du? Fipsi fährt kein LKW. Naja, und auch mal KS-Wheel zwischendurch, ne? Du, das, der Monitor-Stand sieht nach DIY aus. Und das Rig unten, keine Ahnung. Das ist so ein Wheel-Stand, ne? Aber ey, geil. Vielleicht wie es ist, geil. Kann man fahren. Steve, moin Leute, dann zeige ich auch mal meinen Rig. Warum sieht das eigentlich bei euch immer so geil beleuchtet aus? Und meine Hütte sieht immer aus, als wenn hier den ganzen Tag die Sonne drin scheint. Ach so, wegen Kameras, stimmt. Schöne Buttonbox. Fühle ich. Ist eine schöne Ecke. Ist nicht zu groß. Nimmt keinen Platz weg. Passt genau rein. Schönes Ding, Steve. It's Night GG. Was haben wir denn hier? Hier gibt es ein Video dazu. Maga, du musst uns jetzt nicht die Wand Diego zeigen, die deine Freundin für dich gebaut hat. Ja, wird zwischendurch auch mal gestreamt? Ha! Guter Arm hinten dran, ne? Schön. Du, das ist auch eine schicke Ecke. Sag ich, wie es ist? Goldene Latschen. Und aufgeräumt ist es. Der Computer ist gerade weg, irgendwo hin. Ah, das sieht so aus nach, ich muss Computer verschieben, wenn ich racen will, wa? Aber ist auch super geworden. Sieht schön aus. Es sieht schön aus. So, wen haben wir denn hier? Knipser. Knipser ist Schreibtisch-Racer. Das sieht schön aus hier unten. Ach, hier mit Tennisbälle unten drunter. Ah ja, schön. Du, das sieht aber echt aufgeräumt aus, Knipser. Was will man mehr? Das ist doch schick. Ach hier, guck mal, Füße mit Bremsen. Oh, das tut's auch. Schönes Ding, Knipser. I see, Papi. Ha! Kann ich das nochmal sehen? Der Rechner ist übrigens aus. Das fühle ich ja, ne? Ach, Papi. Das fühle ich ja wieder. So ein Scheiß. Das sind wieder so Spielereien, wo ich sage, geil, Alter. Schön von hier. Bam! Auf den Knopf drücken. Yashi. Was hat denn Yashi so im Angebot? Yashi ist begeisterter Ferrari-Fan. Und zwischendurch nochmal, zwischendurch auch nochmal Mercedes. Da fahren zwei in einem Haus, so wie das aussieht. Moment, wir müssen kurz gucken, Yashi, da fehlt noch, hier wird, oh, sind das zwei Freunde in einem Rig oder ist das einfach, ich fahre in dem einen, fahre ich Formel 1 und dem anderen GT? Okay, interessant, warum stehen da jetzt zwei Rigs? Das ist auch schick, Kabel ordentlich verlegt. Nice. Das muss ich auch nochmal machen, Chat. Das möchte ich auch nochmal machen. Aber ich frage mich trotzdem, warte mal, da fehlt noch ein zweiter Rig, beziehungsweise wird ausgebaut. Ausgestattet bei der 32 Zoll, 42 Simucube, Venom-Pedale rechts, da kommt bald schönes Hypercar-Lenkrad von Team Rot. Demnächst ein paar Q-Lights, Ende 24 Zoll, täglich, angebaut kann man manchmal. Also ich glaube, Yashi mag Rennsport, würde ich jetzt mal behaupten. Wild? Papi hat sich jetzt noch ein Dash rangebaut, sagt er. Das kommt immer so einzeln, ne? Aresra.
Der Schwimmbadmann. Ganz ehrlich, 10 von 10. Warum ist da ein Xbox-Controller dran? Das ist die Handbremse. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang habe ich Viewer-Setups gemacht, ne? Ein halbes Jahr lang. Das hier ist der größte 5-Head, den ich je gesehen habe. Das ist der größte 5-Head, den ich je gesehen habe. Das ist ja richtig geil, Alter. Das ist ja MacGyver. Das ist MacGyver Endstadium, Alter. Das ist Endstufe MacGyver. Wie geil ist das denn, Alter? Einfach mit einem Besenstiel, ein bisschen Heißkleber und... Boah, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig gut, Mann. Ha! Schönes Rig. Das ist ein schönes Rig. Ha. Ah ja. Blackburn. Was haben wir denn bei Blackburn hier? Blackburn hat eine schöne Buttonbox hier irgendwie an der Seite. Viele Fernbedienungen. Fährt La Prima am Tisch. Ultra-wide, okay. Oder gab es einen La Prima-Bundle? Aber den Staubsauger gab es nicht dazu. Du, tatsächlich ist das quasi Schreibtisch und Rick in einem, oder? Aber wir müssen uns mal ein bisschen über eure Räume hier unterhalten. Wir müssen uns mal ein bisschen über eure Raumordnung unterhalten hier bei dem einen oder anderen. Oh, wow. Sag mal, wie sieht das da aus? Ach so, das ist hier mit Holz und dann mit Alcantara. Schön, geil. Ach, das ist hier der Block, den ich mir auch kaufen wollte. Ah. Oh, alles schön eingepackt. Oh, geil, ey. Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Aber Blackburn... Räum mal deine Hütte auf, Alter. Oh, ich mache jetzt mal den Papi. Maga, das ist Next Level Racing umgebaut, so wie das aussieht, ne? Für mehr Stabilität hier. Oh, okay, okay. Nochmal zwei Alustreben reingeknallt auf der PlayStation von Reh. Auch cool. Schwede, was haben wir denn hier über Schwede? Schwede hat ja eine Handbremse reingewürgt, sagt er. Nee, Schwede sitzt auch im Keller, so wie das aussieht. Kann man mal machen. Schöne Auflage, dann kann man da zocken. Warum nicht? Das ist doch geil. Hier schön mit Ablage, alles ordentlich. Da ist Handbremse, Shifter, schön. Das finde ich auch schön. Alles aufgeräumt. Geil. Das ist eins der schönsten Wheel von Funatec übrigens. Mit Abstand. Das ist richtiger Banger, der Apparat. Das ist jetzt irgendwie hier die Handbremse wahrscheinlich, aber keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber das ist auch sehr schön, Schwede.